Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir befinden uns gerade mitten in der Wildernis im Norden Irlands. Und ich dachte mir, wir machen heute mal wieder ein bisschen Naturunternehmung. Weiß ich, dass in letzter Zeit sehr viele gewünscht haben, einfach wieder mal ein bisschen was von der irischen Landschaft zu sehen. Und ich dachte mir so, warum nicht, ne? Ein Ausflug ist immer schön und ich nehme euch ja gerne mit. Außerdem, was sich auch noch viele gewünscht haben, ist so ein Feedback oder ein Update quasi zum Thema Auswandern. Was ich jetzt ein Jahr, es ist jetzt ein bisschen über ein Jahr, dass ich nach Irland gegangen bin, was ich jetzt so rückblickend sage, wie es aktuell aussieht, ob ich zurück wollen würde irgendwann wieder mal nach Deutschland oder ob ich jetzt sage, oh, das ist hier mein Zuhause. Leute, das sind selbstgemachte Protein-Bar-Bites. Die sind so lecker. Hier, könnt ihr das sehen? Die sind so lecker. Also am Anfang sind die halt soft und nach ein paar Tagen werden die dann halt so ein bisschen keksig. Also je nachdem, wie man das halt mag, ne? Ich habe die vor ein paar Tagen gemacht und ich muss sagen, die werden jeden Tag besser. Boah, diese Riegel gehen so schnell, die müssen weder gebacken werden noch sonst irgendwas. Und zwar habe ich das Rezept anlässlich der neuen Flora Cream gemacht. Es gibt eine neue Flora Cream seit ungefähr einer Woche. Und zwar in Mandel-Kokos-Geschmack. Und die schmeckt original wie die Creme in den Raffaellos drin. Mit dem Unterschied, dass sie halt vegan, zuckerfrei und mit Protein ist. Ich schreibe euch die genaue Mengenangabe in die Infobox. Man mischt einfach nur die Nussbutter, Proteinpulver, Ahornsirup, ein bisschen Öl. Das einfach zusammenmischen und zu so einem Block formen quasi. Dann habe ich noch dunkle Schokolade geschmolzen und die drüber gegeben. Und darauf dann so ein paar Samen, Mohn, Chiasamen, Walnüsse, Pistazien, Erdnüsse, was man halt so mag oder so. Gepuffte Dinkelflakes oder so sind auch richtig geil, um darauf zu machen. Also so viel zu den Riegeln. Wie gesagt, ich schreibe euch das genaue Rezept nochmal unten hin. Ich esse jetzt hier meinen letzten Krümel auf und dann gucke ich, dass ich mal so ein paar schöne Naturshots kriege. Also jetzt aktuell bin ich gerade in so einem Bock, nennt man das. Und aber hier ist auch gleich das Meer und ja, es ist auf jeden Fall mega schön. Genau. Lasst euch überraschen. Prost. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr mich in 5 Jahren YouTube schon mal McDonald's essen gesehen habt. Für alle, die den McPlant sehen wollen. Hier. Boah, Leute, ich habe aufgegessen. Es ist unglaublich. Ich hatte so einen Hunger. Also mir war schon schlecht.
vielleicht ist es auch ganz gut, so mit den Negativpunkten erstmal anzufangen. Und dann können wir das Ganze ja schön ausklingen lassen mit den guten Sachen. Eine Sache, die mir echt krass in den Knochen steckt, und das haben mir viele Leute vor dem Auswandern gesagt, dass das so ist, und ich habe es nicht geglaubt, ist die Kälte. Ich dachte immer so, ja, die müssen einfach besser heizen oder was weiß ich denn, sich mehr bewegen und nicht so viel rumsitzen. Aber nee, diese Kälte, das ist so krass, weil die Wohnungen oder Häuser, die sind halt nicht so krass isoliert wie jetzt zum Beispiel ein deutsches Haus. Auch wenn jetzt hier die Winter nicht so kalt sind, man ist einfach 24 Stunden am Tag am Frieren. Mir ist ununterbrochen kalt, Leute, und mir steckt diese Kälte in den Knochen und ich habe das Gefühl, einfach gar nicht mehr warm zu werden. Wisst ihr, ich will damit gar nicht jammern und so mit allen Sachen, die ich jetzt vielleicht als Negativpunkte nenne, weil die sind es mir immer alles noch wert, ne? Und ich würde sagen, wir werden jetzt nochmal losdüsen und ich nehme euch nochmal ein bisschen mit, weil, ne? Soll auch ein bisschen Spaß machen hier. So, wir erforschen jetzt ein bisschen Irland, Leute. Leute, wir sind angekommen. Wir befinden uns jetzt am Meer. Seht ihr das hier? Das Meer. Wir sind am Meer. Meer. Wir werden jetzt gleich einen kleinen Ausflug machen. Und zwar einen super irisch-traditionellen, hoffentlich. Ich habe es zumindest so geplant. Wir gehen jetzt gleich gemeinsam in einen Pub hier, in einen irischen Pub. Und da sollte jetzt traditionell irische Musik sein, Live-Musik. Und ich dachte mir, das wäre doch mal was Cooles, so ein bisschen Live-Musik jetzt hier in... Ich meine, die Musik ist nicht mehr live, wenn sie im Video ist, aber wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das ergibt jetzt Sinn. Auf jeden Fall einfach mal wieder so ein bisschen Leben und Musik in die Videos reinzubringen. Euch da jetzt wieder so ein bisschen mitzunehmen, weil ja, ich fühle mich gerade so, als wenn Irland wieder so ein bisschen aufwacht. Und es tut so gut, solche Sachen endlich... Ja, dass sowas wieder passiert. Ich hoffe, das wird jetzt gleich cool. Wir gehen jetzt gemeinsam in einen Pub. Los geht's. Leute, zurück zu Hause. Das Feuer ist an. Ein bisschen irische Musik und irisches Leben eingeatmet. So, also folgendes. Ich habe am Anfang, als ich ausgewandert bin, bin ich wirklich mit dem Gedanken rangegangen, okay, ich gebe mir selber ein Jahr und gucke dann, wie ich mich fühle. Und das war echt cool, obwohl ich viel früher schon wusste dann eigentlich, was Sache war. Aber ich muss jetzt sagen, jetzt wirklich, wo ein Jahr vergangen ist, Leute, mein Herz ist hier einfach zu Hause. Ich liebe Irland. Die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Und ich glaube auch, dass ich so viel Zeit wirklich durchgehend hier verbracht habe, ohne die Möglichkeit groß zu haben, jetzt hin und her zu fliegen, hat mich halt wirklich einfach so hier behalten und das Ganze hier so sehr zu einem Zuhause gemacht. Und es ist einfach nur krass. Es ist einfach nur krass. Also wirklich, ich kann mir es nicht mehr vorstellen, zurückzugehen.
also auf jeden Fall nicht zeitnah. Mehr als vor noch einem halben Jahr. Also von Tag zu Tag, den ich hier bin, wird es eigentlich einfach nur noch schöner. Eine Sache, die ich wirklich ganz offen mal sagen muss, ich meine, ich habe darüber vorher schon nachgedacht, aber es ist wirklich so. Man stellt sich das natürlich so wunderschön vor, in dieser Natur zu wohnen, in dieser einsamen, und es ist es auch, ja. Aber, ne, jetzt kommt so ein klitzekleiner Haken. Irgendwann, man kann diesen wunderschönsten Berg vor der Nase haben. Also nach dem 30. Mal hochklettern von diesem wunderschönen Berg, ne, die Motivation sinkt ein bisschen, diesen Berg nochmal zu erklimmen. Jetzt ist Irland zum Glück nicht besonders groß und man kann einfach ein bisschen weiter wegfahren. Aber ja, also ich muss sagen, ich finde es wirklich extrem schön, in dieser Naturoase zu wohnen. Aber muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit an einem Fleck, wisst ihr, was ich meine? Einfach dieser Gedanke, ist man ein Mensch, der ständig Neues braucht, so wie ich auch. Ich würde auch gern mal irgendwo bleiben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite liebe ich es einfach auch, neue Orte zu entdecken. Und von dem her stört mich das auch gar nicht, dass dieses Cottage ja jetzt auch nicht für immer ist, sondern dass ich wieder umziehen werde. Und wer weiß, wo ich landen werde. Keiner weiß. Ja, und um einfach auch nochmal so diese positiven Punkte so ein bisschen zusammenzufassen. Es ist natürlich Irland bezogen für mich. Es ist natürlich auch für jeden anders, aber für mich ist es einfach eine Unfassbarkeit, wie herzlich die Menschen hier sind. Ich kann das eben, ich sage das seit dem ersten Video und sage das immer wieder. Es ist einfach unfassbar, was für herzensgute Menschen die Leute hier sind. In Deutschland ist man manchmal so ein bisschen für sich nach innen gekehrt und hier ist einfach jeder sehr, 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 sehr offen und man findet einfach so schnell Anschluss und Hilfe und Offenheit und wundervolle Menschen einfach. Zum anderen muss ich einfach sagen, was mein Leben einfach grundlegend verändert hat, ist in der Natur zu wohnen und raus aus der Stadt zu ziehen. Das hat mich einfach so sehr krass verändert und ich habe in den letzten anderthalb Jahren so extrem viel Zeit mit mir selber verbracht. Also Leute, das war echt heftig. Also ich habe noch nie so viel Zeit mit mir selber verbracht. Aber ich glaube, es geht bestimmt mehreren Leuten so. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Aber ich finde das auch nicht schlecht. Also wisst ihr, klar, wenn man eine Zeit lang für sich und mit sich selber ist, man kommt an gewisse Punkte, wo man über vieles nachdenkt und vieles reflektiert und manches ist vielleicht auch nicht einfach. Aber vieles, was nicht einfach ist, bringt uns halt einfach auch sehr stark weiter. Und das hat es mich auf jeden Fall. Also mich hat diese Reise nach Irland nochmal so krass wahrnehmen lassen, was ich eigentlich bin und was ich möchte, und ich habe hier so sehr zu mir selber gefunden. Einfach nur dadurch, dass ich dem gefolgt bin, was mein Inneres mir quasi gezeigt hat zu tun. Und ich bin jeden Tag dankbar, einfach hier zu sein. Und ja, Fazit der Auswanderung ist einfach, ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Es sind so viele wundervolle Sachen passiert. Natürlich, die ganzen letzten anderthalb Jahre waren bestimmt nicht immer die einfachsten. Und umso mehr weiß man alles zu schätzen, was dann gut läuft, wisst ihr? Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ein Abo da lassen natürlich nicht vergessen, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald!